Moin moin miteinander und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Legend of Grimrock 2. Ja, was ist passiert? Natürlich ist nichts passiert. Wir starten wieder aus dem Autosave, weil ich beim letzten Mal vergessen habe abzuspeichern. Sollte aber kein Problem sein, weil das Einzige, was sich da unterscheidet... Ich glaube, ich habe hier ein bisschen im Inventar herumsortiert. Ich bin mir aber gar nicht sicher... Stärke-Potion. Ich glaube, die werden wir ihm geben. Karak. Karak bekommt die Stärke-Potion, weil er eh schon auf Stärke aus ist. Also auf Stärke ausgelegt ist. Ich glaube, es wird Sinn machen, wenn wir ihn da ein bisschen verstärken. Und sie bekommt... Sie ist ja der Kampfmagier. Stärke... Weiß ich nicht. Aber Willpower. Also wenn irgendwas kommt mit Willpower, ich glaube, sie... für sie wäre das dann interessant. So, die Kette haben wir noch nicht angelegt. Dann tun wir das doch mal. So, wer soll 50 Kälteresistenz bekommen? Vorne die Kämpfer oder hinten die Magier? So, der hat gar keine Resistenz, sie auch nicht. So ein bisschen Nafnafa. Und er braucht das sowieso nicht. Wohl, wenn er die hätte, wäre er gegen Kälte und Gift komplett resistent. Wäre ja interessant, ne? Einen Charakter zu haben, der komplette Resistenzen hat, aber... Okay. Ich glaube, ich gebe sie zuerst einmal nach vorne. So. Die sind alle hier noch nackig. Alles klar. So, und dann ist mir was aufgefallen, so beim Bearbeiten und Rendern der Videos. Ich habe ein paar Sachen tatsächlich verpasst. Und keiner hat es mir geschrieben. Aber vielleicht habt ihr es auch nicht bemerkt. Hier kann man nämlich hingehen und hier liegt etwas neben dem Schiff. Xaphirobe. So, Protection plus 2. Okay. Wer bekommt die? Protection plus 2. Ah, niemand hat Light Armor. Doch, er hat doch Light Armor, oder? Skill? Er hat doch Armor. Ah, aber erst ab dem 2. hat er Light Armor. Und er hat doch noch einen Punkt übrig. Oh klar, dann macht er das doch. Also. Er ist ja der Kämpfer. Er muss ja später Rüstung tragen, etc. Dann macht er das. Weil sie muss auch Rüstung tragen. Andererseits, sie macht ja auf Dodge. Aber Light Armor wäre für sie auch gut. Erst einmal nimmt er sich das aber. Heavy Weapons. So. Punkt. Punkt. Jetzt kann er das hier tragen. Zack. Und das geht dann... zu unserem Rattenmenschen. Das geht hierhin. Vitality plus 1. Nee, sie bekommt, sie bleibt, behält das noch. So, du bekommst die Xaphirobe und du bekommst Tattered Shirt. So, gefällt mir das? Das ist aber nicht alles. Irgendwie habe ich hier so ein Tribbeln gehört. Irgendwie ein... Hier läuft doch jemand rum. Oder läuft jemand am Strand rum? Sind da möglicherweise wieder Schildkröten? Ich will mal nachgucken, denn... Das wäre gar nicht schlecht, wenn da welche wären. Erstens gibt das Erfahrung und zweitens gibt das Essen. Nö, ich sehe keinerlei Schildkröte. Übrigens, was ich einmal erwähnen möchte. Und ich finde, das ist wirklich erwähnenswert.
So im Vergleich zu Neverwinter und anderen Spielen. Schaut euch mal das Wasser an. Die Wellen sind richtig wellig. Also es gibt richtige Wellen, ne? Also nicht nur diese Wassertextur finde ich relativ gelungen. Auch dass das Wasser nicht einfach platt ist mit einer Textur drauf, sondern es gibt richtige Wellen. Und das in so einem Spiel, ne, das eigentlich ein Dungeon Crawler ist. Sowas würde ich mir zum Beispiel bei Neverwinter wünschen. Ne, da gibt es ja auch überall irgendwelche Strände und irgendwie Wassersachen. Da ist das Wasser also nicht einmal im Ansatz so gut. So. Und keine Schildkröten auf dem Strand, aber ich habe trotzdem ein Tribbeln und Tapsen gehört. Das heißt, irgendwo versteckt sich hier noch irgendwie ein Gegner. Oder mehrere Gegner. Wo könnte das sein? Was mir auch aufgefallen ist, ich habe andere Versionen gesehen, wo hier das Schiff dargestellt wird auf der Karte. Bei mir nicht. Warum? Hallo? Schaut mal hier. Die habe ich gehört. So, liebe Schildkröte. Oh, zwei sogar. Und Cassandra gained a level. Fleisch zum Essen. Und jemand verhungert mir hier gerade. Der bekommt auch gleich Fleisch. So, du verhungerst. Isst doch mal ein Turtle Steak. Ein Schildkrötensteak. Das ist ja schön. Das heißt, es gibt erstens Erfahrung und zweitens Essen. Und das Essen ist da für mich zumindest das Wichtigere. So, wir haben noch einen Aufsteiger. Hier, Cassandra. So, also, die hat ja diesen Bonus auf Erfahrung. Und das macht sich also schon wesentlich bemerkbar. Ich sag mal so, 20% Bonus ist auch nicht wenig. Und das passt schon ganz gut. Also da wird sie Skillpoint-mäßig wirklich ganz gut dastehen, denke ich. Okay, was geben wir? Geben wir ihr Armor oder Light Weapons oder vielleicht Dodge? Ich könnte mir den Skillpoint auch erstmal aufsparen, denn zurzeit funktioniert sie ganz gut. Ja, ich spare mir das noch auf. Na, ist beim Strand doch noch irgendwas respawned? Nee, immer noch keine Schildkröte hier am Strand. Vielleicht respawnen sie auch nur da auf der Wiese. Na, wir werden es noch sehen. So, und noch etwas ist mir aufgefallen. Apropos Wiese, da gehen wir jetzt auch wieder hin. Wir müssen nämlich nochmal in den Dungeon hinuntergehen, zu den Mumien. Hier respawnt nichts, oder? Ich erinnere mich noch so an Dungeon Master 2. Da sind die Gegner überall irgendwann respawnt. Na gut, aber lang ist's her. So, mir ist hier was aufgefallen. In so einem Dungeon soll man ja wirklich jede Wand absuchen. Ne? Jede. Ohne Ausnahme. Und ich dachte, ich hätte das getan, aber ist nicht.
Ich werde es euch zeigen. Und die ersten Knöpfe müssten ja eigentlich noch relativ auffällig sein. Und sie sind es auch. Ne? Hier sind die Lampen. Hier habe ich eigentlich alles abgesucht, bis auf eine Wand. Und genau an der Wand war ein Knopf. So, hier ist nichts. So, und jetzt schaut mal hier. Das haben wir auch abgesucht. Das haben wir auch abgesucht. Und, die Wand haben wir abgesucht. Und die auch. Aber die nicht. Und, ich habe beim Rendern gesehen, hier ist irgendwie so ein Dödel. Und ich habe tatsächlich mich nicht nach links gedreht. Und, tada! Ein Knopf. Einfach so. Und eine Treppe. Okay, da geht's gleich rauf. Ich möchte einmal nur hier sicher gehen, dass ich hier tatsächlich alles abgesucht habe. Falls euch irgendwie auffällt, dass ich irgendwas übersehen habe, was wichtig ist, dann könnt ihr mir Tipps geben. Bitte nicht komplett verraten, ja, da und da war so und so ein Knopf und der tut dann das und das. Nein, gebt mir lieber einen Tipp, welcher Dungeon oder so. Ja, das mag ich lieber, weil ich doch ganz gern die Sachen immer selber herausfinde. So, hier haben wir nichts vergessen auf dem Altar, richtig. So. Ah, hier sollten wir nicht längs gehen, sondern da, wo es leuchtet. Ja, war der Meinung, ich hätte eben was gehört. So von einer Mumie irgendwie. Jetzt habe ich es wieder gehört. Die Frage ist, habe ich hier doch irgendwas noch übersehen? Oder war das einfach nur Hintergrundgeräusch? Na gut. Ich bin neugierig, was erwartet uns hier? Der Strand. Aber eine neue... Ein Secret-Strand. Ein geheimer Strand. Sehr schön. Mit einer Schildkröte. Mit zwei Schildkröten. Pam! Wow! 18 Schaden für so ein Dolch? Das haben wir mal! Na komm. Komm. Fleisch. Mehr Fleisch. Kräuter. Für unseren Alchemisten. Noch mehr Kräuter für unseren Alchemisten. Ein Stein. Ist hier im Wasser irgendwas versteckt? Außer Krabben? Thank you.
Nö, nichts weiter versteckt. Hä, sind das Gesichter? Also da hinten auf jeden Fall. Das erinnert mich so ein bisschen an den Film Rapa Nui. Wo auf diesen, wie nennen sich das, die Inseln? Osterinseln. Da wurden ja solche Dinger so aus Steinen geschlagen, ne? Und am Ende sind die Leute, glaube ich, verhungert, weil keine Bäume mehr auf der Insel waren und keinen Schutz mehr boten. Und, naja. Locked. Ah, das ist, ungünstig. Ah, schön wäre es, wenn man einen Zauberspruch hätte, so Unlock. Schlüssel haben wir nicht, ne? Schlüssel haben wir. Wir haben Dietriche. Die Frage ist, ja gut, wofür sollen Dietriche sonst so notwendig sein, außer für solche Schlösser? Wir machen das mal. Was haben wir hier? Ein Heiltrank? Immer gut. Und was habe ich hier? Tribal Mask. Sonst nichts. So, Protection plus 3, Energy plus 5, Evasion minus 5 without Light Armor Proficiency. Okay, damit ist die Maske natürlich bereits für ihn. Weil er Light Armor Proficiency hat. Energie plus 5 braucht er natürlich jetzt gar nicht. Also eigentlich wäre das mehr was für sie. So als Battle Mage. Er hat doch Protection plus 3 und Energie. Für einen Battle Mage echt ganz gut. Aber momentan kann nur er sie vernünftig tragen. Und bekommt eine immer höhere Protection. Natürlich ein Riesenteil durch seine Traits, ne? Durch Natural Armor und Chitin Armor, was er beides hat. Okay. Kann ich hier ein bisschen... Hatte ich nicht noch einen Sack irgendwo? Ich hatte sogar zwei Säcke. So, den Sack bekommst du. Das hier. Das brauche ich alles nicht, aber den Sack bekommst auch du. Und das hier. Wer kriegt das? Das bekommst du. So, Essen geht alles nach da oben. Essen geht alles hier in diesen zweiten Essenssack hinein. So, gleich ein bisschen sortiert, ne? So, Sack zu. Du kommst nach da oben. Kisten, die sind ja leer. Und der Sack ist auch leer. Mal gucken, wofür ich das noch benutzen werde. Die Kisten wiegen 3 Kilo. Ich glaube, die Kisten... Und ich glaube nicht nur, ich weiß es, die werde ich nicht weiter mitschleppen. Denn ich glaube, je schwerer man belastet ist, desto schneller geht auch das, ups, eigene Essen weg. Die Säcke sind wesentlich leichter und können quasi das Gleiche aufnehmen. Sind also das Mittel der Wahl. Im Moment jedenfalls. So. Hier ist ein schöner Ort, um diese Sachen hier einfach mal liegen zu lassen. Zack, zack. Nur den Sack behalten wir. Ich glaube, die nehmen wir. Aber ich bin mir immer noch ein bisschen unsicher. So, die Scrolls. Die Scrolls packen wir hier.
ganzen Letter. Naja, die ganzen, die paar, die wir haben. Die tun wir hier hin. Dann ist das Inventar ein bisschen leerer. Zack. So sieht das Ganze vernünftig aus. Alles klar. Gut, in der Folge haben wir also, naja, wir haben immerhin ein Secret gefunden, ne? Ich wollte gerade sagen, haben wir nichts Neues entdeckt, aber wir haben ein Secret entdeckt. Ich bin glücklich. Und würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. In der nächsten Folge geht's weiter. Bis dann. Tschüss und bis bald.